Herr Vorsitzender, meine verehrten Damen, meine Herren, liebe russlanddeutsche Landsleute, ich bin gewählt worden für die Ostpreußen, die ebenfalls teilweise Genozid, Flucht und Vertreibung haben erleben müssen, für Sie hier heute ein Grußwort zu sprechen. Dem Wunsch will ich gerne entsprechen. Ich will eine Vorbemerkung machen. Viele von Ihnen wissen oder wissen auch nicht, ich bin zurzeit AfD-Bundestagsabgeordneter in Berlin. Ich rede hier aber heute nicht in meiner Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter, sondern ich rede hier heute in meiner Eigenschaft als Freund der Russlanddeutschen und als Schicksalsgefährte, der ein ähnliches Schicksal erlebt hat wie Sie. Diesmal als Vorbemerkung. Meine lieben Freunde, ich kenne die Geschichte der Russlanddeutschen. Ich kenne sie von Anfang an. Und ich kenne auch die schreckliche Geschichte der Russlanddeutschen gerade im 20. Jahrhundert. Es fing ja im Wesentlichen mit Katharina der Großen an. Sie war eine deutsche Prinzessin. Und sie wusste, warum sie gerade deutsche Landsleute ins Land holte. Liebe Freunde, die Russlanddeutschen haben in ihrem Wirken vom 18. Jahrhundert bis heute hin einen wesentlichen Beitrag zur Kultivierung dieses großen europäischen Landes im Osten beigetragen. Ohne den Beitrag der Russlanddeutschen zur Kultivierung des Riesenreiches wäre man heute in Russland noch nicht so weit. Und das gilt auch noch für die heutige Zeit, da wo es Deutsche gibt, gibt es blühendes Leben. Ich will dann aber auch bemerken, liebe Freunde, was immer Sie haben erleiden müssen. Wir wissen, wozu ein totalitäres, verbrecherisches, diktatorisches Regime fähig ist. Heute verbieten sich alle Vorwürfe, die aus der Vergangenheit herrühren gegenüber Russland. Auch wir Deutschen haben ja Totalitarismus und verbrecherisches Regime erleiden müssen. Wir zahlen dafür ja moralisch noch heute ab. Aber es hat keinen Zweck, zu sehr in die Vergangenheit zu schauen. Wir müssen nach vorne schauen. Und deswegen bitte keine Vorwürfe aus der Vergangenheit, die aus der Vergangenheit herrühren, heute gegen Russland. Bei allem, was geschehen ist, Russland und Deutschland sind große Kulturnationen in Europa. Russland und Deutschland haben der Welt auf kulturellem Gebiet viel gegeben. Ich denke, da nenne ich ein Beispiel, Literat, der heute noch Weltgeltung hat, mit einem christlichen Fundament. Was ich von Dostojewski gelernt habe, das gilt wohl für viele. Er schreibt, nimm dein Schicksal an, es ist dir von Gott verordnet. Wenn man das wirklich verinnerlicht, dann wird man bescheiden. Das kommt aber von einem großen russischen Humanisten. Und vor allen Dingen, ich muss hier daran erinnern, an meinen Freund, den großen russischen Humanisten und Freund Deutschlands, Alexander Solzhenitsyn. Ich habe mit ihm korrespondiert. Solzhenitsyn war ein großer Freund Deutschlands. Und er hat mit seinem Archipel Gulag ein dreibändiges Werk, was ich gelesen habe, auch dem Leiden der Russlanddeutschen und dem Leiden der ostpreußischen Bevölkerung bei Flucht und Vertreibung 1945 ein literarisches Denkmal gesetzt. Solzhenitsyn bleibe ich in dankbarer Erinnerung immer verbunden. Wir wollten ihm 2005, genau 60 Jahre nach 1945, den Kulturpreis der Landsmannschaft Ostpreußen für Literatur verleihen. Solzhenitsyn hat sich sehr darüber gefreut. Er hat aber dann gesagt, lieber Wilhelm von Gottberg, wir haben jetzt genau 60 Jahre nach Kriegsende, 60 Jahre nach einem mörderischen Krieg,
zwischen Russland und Deutschland. Dies ist kein guter Zeitpunkt. Wir müssen diesen Jahrestag abwarten. Vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr. Ich habe diese Anregung oder diesen Gedanken von Solzhenitsyn in Rechnung tragen müssen. Er freute sich, aber er wollte das nicht im Jahr 2005. Leider verstarb er 2007. Dazu kam es nicht mehr, aber wir haben in Nachruf immer wieder dieser großen Persönlichkeit Solzhenitsyn gedacht. Und das alles soll Ihnen beweisen, meine lieben Freunde, wir stehen nach der Wende 1991, ich war damals der Bundessprecher der Ostpreußen, eine große, von Königsberg weiterzuwandern nach Deutschland noch verstärkt. Damit war leider dieses Projekt gescheitert. Es leben heute noch einige wenige 100 Russlanddeutsche dort, die auch sesshaft geworden sind, die sich auch dort eine Existenz gegründet haben und dort eine Existenz aufgebaut haben. Ich bin immer wieder gerne dort und habe dort russlanddeutsche Freunde. Im Übrigen will ich Ihnen sagen, ich habe mit Russland keine Probleme. Die Russen haben offiziell auch mir intern mitgeteilt, der Wilhelm von Gottberg ist ein Freund Russlands. Ich kriege ohne weiteres immer ein Jahresvisum und brauche für das Jahresvisum nur eine normale Bearbeitungsgebühr bezahlen und nicht den üblichen Satz. Das ist so mein Werdegang mit den Russlanddeutschen. Ich bleibe Ihnen weiter sehr verbunden, liebe Freunde. Wie gesagt, uns eint die Sichtweise, dass uns der europäische Osten mit diesem großen Land Russland gefühlsmäßig, auch mentalitätsmäßig näher steht als unsere Freunde im Westen. Im Übrigen sage ich Ihnen, Geschichte ist ein Prozess, der nach vorne immer offen ist. Alles ist ständig im Fluss. Und auch die Geschichte der Russlanddeutschen ist noch nicht zu Ende. Wer weiß, wohin sie sich entwickelt. Aber Sie haben allen Grund und haben dafür meine Unterstützung und auch die Unterstützung der Ostpreußen, dass Sie auch im deutschen Geschichtsbuch einen angemessenen und ehrenvollen Platz finden. Denn was die Deutschen an Kulturleistung der Welt gegeben haben, Sie als deutsche Volksgruppe in Russland, aber auch die vielen Deutschen, die nach Westen gegangen sind oder nach Südafrika, wir haben der Welt viel gegeben. Viele kulturelle Beiträge kommen aus Deutschland und darauf können wir ein wenig stolz sein, liebe Freunde. Wir haben 12 Jahre mörderische Diktatur erlebt und erleiden müssen. Wir sind verantwortlich für den europäischen Völkermord am Judentum, am europäischen Judentum, für den europäischen. Für den Völkermord am europäischen Judentum, so ist es richtig formuliert. Das wird uns anhängen, auch noch viele Jahre weiter. Aber trotzdem, wir haben allen Grund, auch auf die großen Kulturleistungen Deutschlands ein wenig stolz zu sein. Das muss man immer wieder erinnern. So, das war es eigentlich, was ich hier sagen wollte. Ich hoffe, Sie haben das verstanden, was mir so am Herzen liegt und Sie haben verstanden, was ich auch Ihnen mitteilen wollte. Ich bleibe Ihnen weiter verbunden. Sie müssen wissen, ich habe als Kind Flucht und Vertreibung mit allen schrecklichen Nebenereignissen. 2,3 Millionen Tote bei Flucht und Vertreibung, 100.000-fache Vergewaltigung von Frauen, sehr schreckliche, hasserfüllten Aufrufe von Ilja Ehrenburg. Das alles, dafür bin ich noch Zeitzeuge. Das habe ich alles miterlebt. Deswegen kann ich Ihnen sagen, ich fühle mich der historischen Wahrheit verpflichtet. Ich fühle mich auch der historischen Wahrheit über die Geschichte der Russlanddeutschen verpflichtet. Deswegen bin ich heute hier. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Wir bleiben miteinander verbunden. Danke.